Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ja, ich muss mich ganz schnell auf den Weg. Achso, dabei sind Doro, Weltcry und Bat. Ich Jo, muss mich ganz schnell auf moin. den Rückweg machen, weil Moin. die haben einen zweiten schwarz-weißen Vogel für mich gefunden und den muss ich haben. Ihr Ja, seht vielleicht gerade, er hat dass ich ein das hier ein bisschen eilig habe. ganz klein bisschen grün hat er aber hinten dran, ne? Ein bisschen, ne? Aber er Ich ist, nehme schwarz-weiß ohne grün. Was Darf ich mal benötigt ihr kurz denn jetzt alles? einlenken? Ja. Alles. Was? Wow. Also wir brauchen Narcos, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Simberries. Und wem gehörte der grüne Raptor? Das war deiner, ne? Ja, wieso? Der ist draufgegangen. Nee, der ist unconscious. Der ist nicht tot. Ich habe keine Meldung hier bekommen, also lebt er auch noch. Ja. Weil bei mir ist er so ganz böse in den Berg rein. Könnt ihr ein paar Stimberries mitbringen vielleicht? Ja, Ich guck habe mal. ich alles fertig. Stimberries sind auch noch bei dir im Adler. Die habe ich da reingetan. Also ich würde mich kurz, Nein. ich würd Ach mich so, kurz die auf Rocky setzen. Stimulantien. Ja, okay, die könnte ich ihm auch geben, ne? Ja. Und eben ein bisschen Fleisch jagen. Einmal zur Ach nee, habe ich Aufklärung. da auch noch. Es kam kurzfristig ein zweiter Adler dazu. Für die Folge nicht. War das die letzte Folge? Ich weiß es Ja. jetzt gar nicht. Ja, für die, die es nicht gesehen haben, es kam ein zweiter Adler dazu. Verdammt! Was? Hilfe! Wo? Eindrucksvolle Ansage. Möchte noch jemand einen Löwen haben? Oh, Nee, fuck! gerade nicht. Gut, Aber hier ist auch einer. Silberbraun? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen das Primeat und den baue ich jetzt auseinander. Ja, dann kann ich nicht mit Vögeln, sondern dann kann Kannst ich du mit mal Kleber. aufhören, mit deinen Betäubungsfallen auf die Tiere zu schießen, sondern vielleicht mal lieber mit richtigen, weil wir müssen jetzt 20 Minuten warten, bis wir den hier töten können, ne? Bis der wieder wach wird. Wieso? Den kannst du trotzdem töten. Nee, kann ich nicht. Das habe Sorry. ich schon mal gehabt. Funktioniert nicht mehr mit Dilos. Ich kann da nicht drauf einhacken. Okay, dann ist vielleicht der Einzige, der es nicht schafft. Ja, ich habe auf dem Dilo mal über 2 Stunden eingeschlagen, das weißt du auch. Und auf den habe ich Ja, eben auch ich war ja 6, 7 Mal dabei. eingehauen und der stirbt nicht. So einfach ist das. Das ist das Problem. Nee, also. Weißt du, woran das liegt? Nee. An deiner männlichen Kraft. Hast du da als Prime Meat rausbekommen? Oder? Nein, da kriegst du kein Prime Meat drauf. Aus Seid dem ihr weit nicht? oben oder Nein. unten? Schade. Prime kriegst du hauptsächlich aus, was weiß ich, Aus den Vögeln hier zum Beispiel. Deshalb bin ich echt überlegen, ob ich den rechten Opfer, wenn der, also wenn der Xyra nicht gefällt, wenn der Xyra, Ich muss ja. erstmal wissen, wo seid ihr? Weiter oben, weiter unten? Und ich muss mich hier erstmal kurz leer machen. Pass mal auf, ich guck mal auf die Karte. Guck doch Koordinaten eben. Wir sind circa auf 50, 30. Alles Auf klar. 50, 30. Ja, ist das Berg weiter hoch? Ist das Berg ist es hoch. Nein. steil, deine Umgebung, oder nicht? Bergig. Wir sind ziemlich weit unten am Berg. Danke, Will. Ich sehe da jemanden. Ach nee, das hat. Für euch auch nochmal, habt ihr auch noch Ja. so diese Erfahrung, Intus, dass Dinos, wenn sie gestorben sind, ganz gerne mal durch die Gegend fliegen? Ja. Ich habe da mal so einen klitzekleinen Testlauf gemacht. Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ab dem Moment, wo die Dinos wegfliegen, Xyra, ich glaube, hier oben läuft ein schwarzer Rex rum. Echt jetzt? Ja, hier direkt am See. Du hast Also doch schon ist einen. gerade brutal. Warum? Also Du hast jetzt doch auf der schon einen Dinos. Rex. Ja, aber kein Pech schwarz. Oh, jetzt wird nach Farbe schon. Jetzt wird schon Bei sicher. mir Mit immer. Geschmack getötet. Also, ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, wenn man dann, während die Dinos einfach versuchen, gerade wegzufliegen, komplett auf den Boden guckt. Dann bleiben sie eigentlich relativ zeitnah liegen. Ich hätte ganz gerne noch so Aha. einen Okay. Vogel. Den würde ich ganz gerne killen. Ich suche mir mal eben einen. Hallo? Was, Nö. ey? Willst du den nicht tamen? Also so richtig tamen? Ja, So. wieso? Der wird doch getamed. Aber ich kann ihn da problemlos auch bis 50% runtergehen lassen, oder Ja, bis gut, das stimmt. 30%. So, Das jetzt kommst du hier mal weg. stört ihn nicht. Viel wichtiger ist Prime Meat, weil ansonsten verlierst du den massiv Taming Effectiveness. Ich habe meinen Vogel auch Das ohne ist. Prime Meat getamed. Ja, nur der verliert halt massiv Level, ne? Statt irgendwie plus 50 oder sowas hat er dann noch plus 3 oder so. Und das ist schon ein ziemlicher Stimmt das Unterschied. eigentlich, dass man mit diesen, wenn man nachher aus Eiern und so diesen Kram da macht, dass damit die Effektivität nicht so schnell runtergeht? Ja, Richtig, sicher. mit dem Kibbel. Die geht sogar hoch. Die geht aber auch mit Prime Meat schon nach oben. Sogar um 0,5%. Abgesehen davon, dass Prime Meat viermal so schneller zähmt wie normales Meat. Ja, gut, aber wie gesagt, das ist immer blöd. Ansonsten würde ich sagen, ich hole den Stego, also Bloody Mary. Aber bis ich damit durch die Wälder bin, da ist schon. Das dauert Ja, aber dann noch hätten wir den Stego schön. ja auch in der Außerdem Base ist killen Bloody. können. Warum willst du ihn jetzt hier rüberholen? Weil ein Stego bringt Prime Meat, oder was meintest du jetzt? Nein, dass ich Bloody Mary den Stego hier hochhol.
du Pappnase. Und Bloody Mary ist ein Spino und kein Stego. Genau, so meine ich das ja auch. Du, magst mir nochmal bitte die Koordinaten geben? Warum sind denn hier keine Vögel gerade, Mensch? Gibt's, was war das? 50, 30. Falls er jetzt gerade zuguckt, Xaira, ich muss jetzt mal deinen Industrial Grill. Da seid ihr aber. Da seid ihr wirklich weit unten. Ja. So, wie weit schießt so eine Armbrust? Mal gucken. Genauso weit wie ein Bogen eigentlich. 20, 30 Meter, ne? Dann werde ich den wohl nicht treffen. Hat das Ding eine Flugbahn? Ja, ne? Oder? Ich glaube, ja. Ah, da hinten ist nämlich einer. Den hätte ich ganz gerne angelockt. Wenn du mir sagst, wo, kann ich dir helfen? Auf ziemlich weit oben auf dem Berg. Ja, ich will die... Ich will ah, der ist bestimmt 100 Meter weg oder sowas. Ich will die Vögel jetzt nicht allein lassen, allein schon wegen dem... Shit, ich brech mir hier Sachen. Oh, shit, Ameisen. Kera, laufen! Ich weiß nicht, wieso ich auf dem Berg Ameisen finden muss, aber... Die findest du überall. Ich verletze mich jedenfalls gerade und ich komme hier auch nicht mehr... Ich komme nicht mehr zurück. Guck mal, warum ich ein schickes Thumbnail machen kann. Irgendwie muss man das Ganze ja nutzen, ne? Ja, klar, logisch. Piep. Piep? Piep. Fuck. Fuck. Piep mal. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Nee, ich komme nicht hoch. Also ohne Raptor kommst du die Berge hier nicht mehr hoch. Weil das einfach zu steil ist. Und wenn dann gleichzeitig Ameisen hinter dir her sind und du am Sterben bist, weil du Hunger und Durst und keine Ausdauer mehr hast, ist das irgendwie echt scheiße, aber... Jetzt sag mir nicht, du hast nichts zu essen mitgenommen. Doch klar, aber ist gleich weg, die Elf-Fleisch, die ich noch habe. Bidi, komm zurück. Ja, ich versuch's. Dann bleibst du hier bei den Tieren und ich geh da hoch. Nö, ich geh gleich mit dem Raptor mal los. Aber ohne Raptor brauchst du nicht in die Berge, habe ich festgestellt. Das geht nicht. So, irgendwo hier müsstest du, glaube ich, sein. Leute, wir brauchen unbedingt Fleisch. Ja, ich bin unterwegs. Dito, gleich. Du hast doch einen Flugsaurier. Du müsstest doch ratzfatz hier sein können, ja, oder? Muss ich dir das Fleisch vielleicht mal vorbereiten oder soll ich mit Gammelfleisch ankommen? Achso. Ja, eben. Ach, du farmst jetzt mit dem T-Rex gerade erst noch, ja? Ja, ich hab dir jetzt, ich glaube 18 Prime Meats habe ich dir jetzt organisiert. Ach, für ihn organisierst du Prime Meats? Nein, das teilen wir natürlich. 19, Verzeihung. Ne? Eben, genau. 15 für mich, 3 für, nein. Nein, das ist... Und wenn Bad so frech ist, kriegt er gar nicht. So Bad, ich will den Vogel doch gar nicht, das ist alles für Xyra. Ja, die hast recht nicht. Warum? Nur weil Xyra sich gewehrt hat, weil du immer wieder ihre Hose ausziehen wolltest? Die hat sie selber ausgezogen. Die tut nur so, als hätte ich das gemacht. Die hab ich überhaupt nicht selber ausgezogen. Ja, Bams, ja. Auf einmal stand ich da ohne Hose. Ja, komm. Und Goro kniete vor mir. Das, was? Schwierig? Ja. Yeah. Ich bin unschuldig. Hab nichts gemacht. Der Velociraptor steht auch wieder. Ich muss nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Auf die Karte. Wieso lag der überhaupt bewusstlos am Boden? Hat der einen Akku-Pfeil abbekommen? Ich müsste gleich da sein. Ziemlich genau gen Norden muss ich jetzt. Access Inventory. Ach Mensch, aber jetzt 3 Folgen lang 10. Jetzt müssen wir aber dann mit verbaler Unterhaltung alles rausholen. Ja, ne? Pass auf, wir hatten ja schon... Findet jemand einen Witz oder so? Nein, Valcry, erinnerst du dich? Wir wollten immer darüber diskutieren, was noch bei ARK kommen könnte. Erinnerst du dich? Ich klink mich aus. Wo wir doch mal drüber geredet haben, von wegen so Dinos mit... Ja, Moment, scheiße, jetzt habe ich aber die ganzen doofen Ideen wieder vergessen. Nein, wir haben ja... Das liegt spontan, ja. Ja, Velcro und ich habe schon mal drüber geredet, von wegen, was könnte da noch kommen bei ARK? Und vom Prinzip her würde sich das bekommen, ja... Ich bin glücklich. Ach, ja, Wölfe sind auch toll. aber jetzt überleg mal, Wölfe mit Gatling-Guns an der Seite. Richtig, genau. Nein. Und dann könnte man sich nämlich auch mal, man könnte einfach mal versuchen, eine Taschenlampe irgendwie an irgendein Dino zu montieren. Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was gänzlich einfach Duct Tape und dann so ein Dodo, so ein Dodo mit einer Shotgun und einer Taschenlampe. Das ist echt übel, wenn der ankommt bei dir und erst so glülülül macht und genau. Dann so ein Durchladegeräusch, dann wirst du aber nervös. Welcher T-Rex soll dir denn noch was anhaben? So was passiert, wenn die beiden irgendwann eine Überstundenschicht schieben. Da kommen solche Gedankengänge bei rum.
Nein, aber mal ganz im Ernst. Mitten im Wald? Was? Ein bisschen, ja. Wir sind am Waldrand, ja. Also hier sind ziemlich, naja, also bei uns wachsen rundherum noch ein paar Bäume, aber wir sind schon da, wo also ich würde sagen Waldrand, ja. Also sag mal, vielleicht 100 Meter von der Rasenzone entfernt. Baycrack, guck mich mal an. Wieso haust du mir jetzt wieder aufs Maul wie Goro letzte Woche? Hey. Nein, ich habe nur ein Thumbnail gemacht. Leute, so, seid okay. Lieb zueinander. Ja, was ich, wenn ich da stehe und der pfeift und irgendwann drehe ich, da ist Goro. Warum finde ich euch eigentlich auf Anhieb? Weil du einen Flugsaurier hast. Hallo Petra. Ja, kennst du ihn noch? Mhm. Wir hatten nur eine flüchtige Beziehung miteinander, aber die war schön. Wie alle deine Frauen, ne? Schwierig. Oh, jetzt kriege ich Ärger. Ich hast du überhaupt mal geguckt, ob das Male oder Female ist? Male und Female, das ist also das Schwarze. Es ist hübsch, es gefällt Xyra. Von daher ist mein Tag gerettet. Vor allen Dingen, du weißt ganz genau, dass ich alle meine Ex-Freunde noch im Keller habe, deshalb weiß ich gar nicht, wo dein Problem ist. Seid ihr an einem Fluss? Nee. Ich hab leider keine Leuchtpistole mit. Sonst bist du mit Flugsaurier hier, oder? Nein, mit Kera. Bist du unten am Fluss jetzt gerade? Kurz vom Vulkan? Unten am Fluss, Watership Down quasi. Ja. Richtig. Fand ich ganz toll damals, den Film. Das ist ein großartiger Film. Der ist auch, der ist richtig, das ist ja eigentlich, ist auch kein Kindertrickfilm, muss ich sagen. Nee. Dafür war die Story doch ein bisschen... Ein bisschen hart, ja. Sagen, bisschen das war doch der mit dem schwarzen und weißen Kaninchen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, Bright Eyes, das ist so dieses Lied, was mir da immer in den Hinterkopf kommt. Wo bist du denn? Ich bin hier an einem Fluss. Ja, weil die halbe Nacht auf Moosflüssen besteht. Könnte die mal konkret werden? Moment, ich hoffe nur immer, wenn ich absteige, dass er nicht angegriffen wird. Okay, ich muss ein Stück gen Westen. Dann bin ich auch 50-30. Ja. Holz hast du nicht zufällig dabei, ne? Drei Wood. Soll ich dir eben, ich kann dir auch einen Baum fällen eben. Ja, ich jetzt geh du mal Bäume fällen und ich geh mal Holz holen. Ich bin Lagerfeuer. 60-30. Okay, Moment. Ich ja richtig. Um das nochmal festzuhalten. Ich geh Bäume fällen und du holst Holz. Steine meine ich. Ach so, okay. Ja, ich frage nur. So. Stein. Ernsthaft? Oh, ich sehe gerade ganz schlecht. Das ist schlecht. Ja, es ist vor allem intelligent, dass du mir Koordinaten gibst und dann aber auch gleich weiterflitzt. Damit ich dich ja nicht finde. Habt ihr ein Feuer an? Nee, nein, noch nicht. Wir sind noch am, am Holz und am Baum holen. Ja, das würde ich jetzt halt. Hab ich schon mal gesagt, von wegen, dass wir uns vielleicht mal verjüngen sollten, so von der Truppe her? Aber wir haben doch One jetzt mit, also jetzt vielleicht nicht in der LP-Gruppe, aber auf dem Server. Der zieht das, also naja, so den doll. Den sollen wir rausschmeißen, sagst du. Nein, so doll zieht er das Alter jetzt ja nicht nach unten, aber der ist ja schon jünger. Was gar nicht, wie alt ist der eigentlich? Nein, der heißt, naja, sein. Accountname hat was mit 1984 drin, insofern müsste man mal eben nachrechnen. Alter, dann ist er gar nicht. Der ist 3 Jahre älter als ich, was willst du mir denn jetzt weiß machen? Ach ja, scheiße, du bist ja so jung. Bist genau. Du so jung? Das vergesse ich immer. Der ist 28. 30, verrückt. 28 glaube, ist er doch, bist, ne? Gut. Du bist auch 86er Baujahr, ne? 87. Boah, Alter, sogar noch ein Jahr jünger als ich. Ja. Sag mal, Valkyrie, mit was für Kindern spielen wir hier eigentlich? So, da vorne ist ein Rex. Ich lasse ihn ordentlich. So ein schicker Rex. Aber ich lasse ihn jetzt mal am Leben gerade. Vielleicht siehst diese du Frauen ihn, ihre ja? Naja, Bert, du weißt doch, man sagt doch immer, seid nett zu euren Kindern. Sie suchen später das Alter, was haben für euch aus. Ich würde also überlegen, wie du damit umgehst. So, warte mal. Ich bin dafür, wir legen Valkyrie später auf die YouTube-Server fahren. Da kann er denn. Ich habe immer überlegt, da habe ich auch schon mal mit Arbeitskollegen drüber gesprochen. Hier, nimmst du mal ja, wenn das Holz. Nicht, wenn du das nicht durch die Gegend schmeißen würdest, würde ich das machen. Ich habe es einfach fallen lassen. Oh, weißt du, mit alten Menschen spielen, ne? Das ist so schlimm. Ich konnte es nicht mehr halten. Nein, das sage ich nicht. Ja, das wird mir falsch ausgeschnipselt irgendwie. Okay. Das klingt doch nach einem neuen Testbild. So, oder? Ich brauche noch Fetches. Ja. Da hatten wir schon was so einiges. Fetches. Warte mal, habe ich 6 Stück, reicht das? Nee. Wie nee?
Oh, ich sehe hier gerade gar nichts. Das ist echt schlecht. Definiere mal, was du an Nee nicht verstehst. Nee. Also, wenn du 6 Stück hast, brauche ich noch 6 Stück. Also, Xyra, wenn es dich ein bisschen tröstet, im gesamten näheren Umkreis ist nicht ein T-Rex zu sehen. Also, ich weiß nicht, wo du bist, aber du bist falsch. Ja, ich weiß, ich bin auch eben in die falsche Richtung. Okay, sag mal, dann gehe ich nochmal eben los und dann hole ich uns nochmal die restlichen 6. Ja, was heißt losgehen? Hier links rum sind überall Bäume bei uns. Also ja, meine ich ja. Ihr seid mitten im Wald. Ja. So, aber ich hab... jetzt muss ich das nochmal machen. Jetzt habe ich irgendwelche Probleme zu haben damit. Nein, ich muss es nur nochmal machen. Ich habe jetzt dummerweise schon 20 aufgenommen und wir brauchen ja nur 6. Sag mal, welchen Part bei unserer Let's Play-Gruppe habe ich verpasst, dass man Leute nicht rausschmeißen kann? Das war mal deine Regel gewesen. Ach so, okay, ja. Solltet vielleicht mir mal eine Fackel anmachen? Ich habe dir immer gesagt, ich habe dich am Anfang schon gefragt, bist du sicher, dass du mir das Passwort für den TeamSpeak-Server geben willst? Du sagst, ja, gar kein Problem. Was brauchte ich denn für eine Fackel? Ja, aber wenn ich mich mal so zurückerinnere, es gab auch mal eine Zeit, wo du echt sympathisch warst. Long, long time ago. Nein, liebe Zuschauer da draußen, ihr wisst, Wakefly und ich kommen echt gut miteinander klar. Wenn sie euch nicht sehen. Kannst wenn du sie sich nicht sehen. Könntest du den gekreuzten Finger mal kurz in die Webcam halten? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, also Wakefly habe ich wirklich zu schätzen gelernt, von daher. Ach nee, wir haben uns lieb, ja, genau, weil ich auch. So, weil ich hab eine Fackel an. Weil ich warte echt noch drauf, dass mich Leute anschreiben, wie kannst du es wagen, gegen Wellcry anzugehen? Wieso? Wir machen doch nur Spaß. Ach, übrigens, habt ihr das auch mitbekommen, dass auf dem, da können wir jetzt mal Werbung aufhören machen, hier auf dem Server vom ARK-Forum, ne? Auf dem PvP-Server, da wollen die jetzt so eine Dino-Arena, das heißt, die hat Tom schon gebaut, Tom ist der Admin hier, die hat Tom schon gebaut und die lassen am... Irgendwann 5. September oder so, muss ich mal ins Forum gucken, lassen die Dinos gegeneinander antreten. Also Dodo gegen Dogo, T-Rex gegen T-Rex. Und man... Du hast gesagt Dodo gegen Dodo? Ja, zum Beispiel. Ja. Das ist ja dann ja auch okay. Oder meinetwegen auch 10 Dodos gegen einen Rex, wenn du meinst, du kriegst das hin. Stimmt, ja. Xyra, deine Koordinaten. Und man soll halt sein Dino mitbringen und ein Fernrohr, weil man wird den halt mit Fernrohr dann steuern. Okay, Koordinaten allerdings, ganz genau 47,6, 30,6. Ich bewege mich nicht weg, ich stehe ein Stück im Wald. Finde ich aber schön, dass es ansprichst. Feuer ist an. Ja, finde ich auch. Also ich habe mir auch vorgenommen, ich habe heute mal gefragt, ob man da auch rauf kann und sich das anguckt und ich wollte es auch aufnehmen. Ich glaube, wir könnten eigentlich mal so einen Kommentar, also wenn jemand von euch Bock hat, wir können ja mal so eine Sportkommentation hinlegen. Keine Ahnung. Das ist echt eine geile Idee. Also vielleicht kann man sogar auch streamen. Also ich weiß nicht, wie lange das dann geht. Das wird sich dann zeigen, aber oder halt so aufnehmen. Ich würde das lustig finden. Also ich habe gefragt, ob wir auch irgendwie die auch vom PvE-Server Dinos mit rüber importieren. Nee. Also die müssten schon auf dem PvP-Server gezähmt worden sein. Mhm. Das ist natürlich schade, sonst würde ich ja da noch mitmachen. Aber zu gucken kann ja bestimmt auch interessant sein. Auf jeden Fall, also da hätte ich echt Bock drauf, also ja. So, dass man sich echt so zusammensetzt, sich das anguckt und dann so Kommentator-mäßig so das macht, das wäre eine echt geile Aktion eigentlich. Ich finde das auch überhaupt eine super Idee, was dass sie sich sowieso, dass sie sich überhaupt, also es ist ja auf dem Mist unsere Admins hier gewachsen und schnell sind die auch mal mit übersetzt, ne, der Patch-Notes, ne? Die sind sogar schneller, als eigentlich die Patch rauskommen, das ist eigentlich auch noch die Härte. Nur weil wir die nicht vorlesen, heißt es ja nicht, dass es die nicht gibt, ne? Ach ja, was war eigentlich mit deinem Plan, den du anfangs hattest, so Patch-Notes-Folgen zu machen? Hast du schon die ersten 35 im Kasten? Ja, ich? Nee, hatte ich das mal gesagt, dass ich hierfür auch Patch-Notes? Echt? Ja, die ersten 35, dafür kommen ja, die kommen ja schneller raus, als du die installieren kannst. Hörer? Ich sehe dir! Das war schwierig. Du hast beide Vögel im Blick, Wakefry? Darf ich mich bewegen? Na, der zweite liegt hier. Ja, wäre nett, wenn du beide machst, weil dann beschütze ich dich währenddessen. Darf ich auch mal kurz was erläutern? Ja.
Zyra macht eine Fackel an, auf dass ich sie besser sehe, stellt sich aber in den tiefsten Wald, damit man von oben natürlich gar nichts von der Fackel sieht. Deshalb, das habe ich dir gesagt, dass ich ein Stück im Wald stehe und deswegen habe ich ja gefragt, ob ich mich nach draußen bewegen darf und du hast gesagt, nein. Soll ich dir jetzt folgen? Ich muss jetzt selber erstmal kurz gucken, wo wir hier sind. So, ich habe jetzt meinen ersten Punkt in Oxygen reingepackt. Ha, 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 ha. Können wir mal ein paar schicke Thumbnails machen jetzt? Ach ja, richtig, nachts, genau. Könnte man okay, gut machen, ne? Folge mir. Ich bin ja schon gerade dabei. Warum krabbelst du dann zwischen meinen Beinen hoch? Hey, komm, sei mal, Valkyrie, sei mal sexy. Valkyrie, sei mal sexy. Leute. Komm, Valkyrie. Seid nicht eklig. Ja, du, was soll ich dir hier allein mit dem auf dem Berg? Könntest du mal. Ach, warte mal, warte mal. War das nicht Z? Ja, schade. Ja, genau, dein Arsch, Valkyrie. Ja. Ich bin ja dann direkt an dem vorbeigelaufen. Das ist ja auch ganz großartig. Könntet ihr mir dann. Ich werd hier belästigt. Hallo, Hilfe, ich werd belästigt. Guck mal da, wo es leuchtet. Juhu! Ich bin direkt an dem vorbeigelaufen. Ach, echt? Ja. Ach, da bist du ja. Ah, schön. Hallo, herzlich willkommen. Okay. Jetzt, wenn du jetzt sagst, der gefällt dir nicht, dann hast du aber schlechte Karten heute. Das verspreche ich dir. Nö, dann haben wir Prime Meat. Aber dann sag schnell, weil der frisst uns das nämlich alles weg. Na nun, werden wir angegriffen? Ich hab hier so eine blöde. Ich hab doch Kampfmusik. Ja. Ja, schon weg. Ich geh Petra suchen. Ach, hast du sie verloren? Unglaublich. Wir können ja nichts dafür. Der Unterschied ist einfach, ich habe mich auch hingestellt und habe Petra gezähmt. Da ist es ein kleiner Unterschied. Du, ey, ich habe da doch gesagt, nee, pass auf, nachher verliere ich die oder die stirbt mir weg. Und ja, komm, kannst ruhig die, ne? Und so. Und keine 10 Minuten. Keine 10 Minuten. Das ist so unglaublich, ey. Valkyrie. Und was sagst du? Valkyrie. Gefällt dir? Guck mal, ich habe sie schon wieder. Wie hat's bei dir gedauert? 20 Minuten, glaube ich, ne? Die obere? Ja, Run war ja nicht schneller. Ich habe auch gesagt, sieh mal zu, dass du die wieder findest. Aber also wenn sind ja beides so lange die gleiche, nur die haben verschiedene Füße. Wie verschiedene Füße? Ja, gefällt mir. Ja? Der Bauch hat zwar auch Diarrhoebraun, aber ich glaube, da lässt sich nichts gegen. Nee, aber die Schwanzfeder ist leicht grünlich, wollte ich sagen. Ne? Grünlich? Alter, geh zum Augenarzt. Wieso? Was ist denn da grünlich? Nee, ich will schon mal raus. Ja, in dem Licht doch jetzt nicht. Mach mal Taschenlampe an. Ich habe keine Taschenlampe. Siehste. So, Kayra, du kommst hoch. Also, rechte von den beiden ist denn, ja? Deiner, ja. Du kannst natürlich auch Valkyrie fragen, ob du den mit den braunen Füßen kriegst. Braune Füße. Der rechte ist doch der mit den braunen Füßen. Nee, also jetzt von meiner Sicht aus. Rechts ist braun, links ist gelb. Aber von der Farbe her sind sie alle gleich. Also der, wo du stehst, ist meiner. Also der linke, ja, hier. Das ist doch der, den ich gemeint habe. Wieso denn der linke? Das ist der rechte. Wo, ja, deswegen sag ich doch, das ihr ist seid der rechte. Du drehst ja, wenn du mit dem Rücken zu denen stehst. Macht immer wieder Spaß. Ich gehe ans Lagerfeuer. Ich gehe ans Lagerfeuer. So. Wir stellen uns jetzt alle ans Lagerfeuer und diskutieren über links und rechts. Lagerfeuer-Lied. Mir ist nur wichtig, dass Xyra dem gefällt, weil ansonsten würde ich jetzt losrennen, durch die Walachei und einen neuen suchen. Ja, also. Das ist gelogen. Xyra, magst du ihn? Eben. Magst du ihn, weil sonst Prime Meat und so? Magst du ihn? Gefällt mir. Ja, das ist gut. Ich weiß ganz genau, worauf ihr hinaus wolltet. Ja, na sicher. Mal gar ein Schweine. Aber dass ich jetzt 3 Folgen nur am 10 bin, ist schon. Pff, naja, gut, das gehört dazu. Armen Zuschauer. Ja, man muss es aber auch mal zeigen. Valkyrie? Ja. Wie viel wollen wir wetten, dass bei einem Zuschauer also bei diesem Video unter den Kommentaren auch da. Auch ich gucke ja auch beim 10 zu überhaupt nichts los. Ja. manche. Ja, doch. Ich finde das. Oh, cool. Also, wir haben das ja mit Kisten und sowas auch schon gehabt. Was cool. Ich habe Mehl für mein Viehmehl. Jetzt habe ich ein Pärchen. Du, okay, sind, ihr seid wahnsinnig begeistert. Wieso? Die sind doch hier auch schon verliebt, die beiden. Deswegen habe ich sie noch getamed. Also angefangen zu tamen. Schatz. Nur deshalb, Schatz.
Und Doro, ich rede nicht mit dir gerade. Ich wollte gerade was sagen. Wir sind übrigens etwas über die Zeit mit jetzt knapp 25 Minuten, wollte ich nochmal sagen. Oh, scheiße, ja. Ja, ich bin schuld. Ich sag ja auch nicht nur seit 5 Minuten Abspann. Ja. Also wer jetzt noch da ist in der reinen 10-Folge, vielen Dank dafür übrigens. Der hat uns lieb. Ja, genau. Ein echter Fan. Gib mir noch Abschlussworte. Wo ist Goro denn? Gut, tschüss. Na, ich sehe ihn nicht. Du bist wieder weg, ja? Oder? Ich habe schon vor 3 Minuten gesagt, ich flieg den schon mal nach Hause. Ja, da ist was dran. Ach, der macht jetzt die interessanten Sachen? Okay, gut. Ja. Ist in Ordnung. Gut. Also, wenn ihr was Interessantes sehen wollt, schaltet bei Goro ein. Was? Ja, genau. Oh, nee. Dieser Druck. Oder? Wow, hat die Lippen. Was? Was für welche? Gut, hört den Leuten einfach nicht mehr zu. Ich guck dir gerade ins Gesicht, Mann. Einfach Daumen hoch, die Indianer-Kanäle schauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Horrido.